Nein, Schlawiner. Und damit herzlich willkommen zu Rocket League. Ich bin der SJ und spiele zusammen mit dem Maeve. Hallo Maeve. Hallo, oder Kawabanga, meine Ninja Turtles. So, heute ist Mittwoch. Ja, wir nehmen zwar am Dienstag auf, aber heute ist Mittwoch. Und gestern kam die Auslosung raus. Also wer den Partner nicht gesehen hat, ne? Ihr wurdet ausgelost oder ihr wurdet nicht ausgelost? Ihr wurdet ausgelost oder nicht ausgelost. Also wer den Part noch nicht gesehen hat, dann schaut euch den Part an. Ist ganz informativ, würde ich mal sagen. Naja, für den, der halt teilnehmen möchte, ne? Ja, für den, ja, auch viele Zuschauer, ne? Die wollen ja auch wissen, wer gegen deiner spielt. Genau. Und für herzlichen Glückwunsch an alle, die teilnehmen durften oder halt ausgelost wurden. Waren ja doch relativ viele Bewerbungen. Ja. Also 17 Bewerbungen, glaube ich. 17 Bewerbungen zusammen. Auf 8 Plätze, ist schon okay. Ja, man muss ja auch hochrechnen, das ist ja mal 2, ne? Das sind ja dann 34 Leute, die Mitspiel machen, Mitspiel wollen natürlich. Ja. Also ist. Ich hoffe, ihr versteht doch, dass natürlich nicht jeder teilnehmen kann dann, ne? Ja, das habe ich aber das auch. Ist, hab ich dass wir es halt auslosen mussten, das war für uns so die fairste Methode, ne? Also hat jeder die gleichen Chancen halt, ne? Genau. Also jeder, der sich angemeldet hat, war auch ein Losdorf drin. Die Leute, die dabei sind, sind dabei. Und die Leute, die nicht dabei sind, die haben auf jeden Fall beim nächsten Turnier dann... Die sind hoffentlich als Zuschauer aber dabei. Ja, das hoffe ich ja sowieso. Oh Gott, warum? Um sich die Konkurrenz fürs dritte Turnier eventuell anzugucken. Ja. Dann, müssen wir mal gucken, ob es dann ein 3 gegen 3 Turnier wird oder ob das nicht vielleicht zu viel ist. Nee. Also ich denke mal, das dritte Turnier wird dann auch entweder 2 gegen 2 oder wieder 1 gegen 1. Nein, das schade. Nicht. Schade. Ja, müssen wir mal gucken dann. Wissen wir diese üblichen gefährlichen Bälle, die wir hinten nicht verteidigt kriegen? Ja. Also, wenn ihr gegen uns spielt, ne, dann sind das die Dinger. Darauf müsst ihr spielen. Ja. Warum spielen wir eigentlich nicht darauf? Weil die Gegner das abwehren können? Wahrscheinlich, ja. Ah, die haben einen festen Torwart, ne? Haben sie? Mhm. Ach Mann. Schöner Flug. Ja, danke schön. Also das Fliegen und das Abwehren, das müssen wir noch ein bisschen üben. Aber haben wir noch ein paar Tage für Zeit. Mhm. Also. Oh, shit. Ah, Maeve, nur hingehen, wenn du wirklich anfängst, wenn du wirklich kannst. Ich war mir sehr sicher, dass ich ihn kriege. Okay. Aber habe ich leider nicht... Na. Ja. Da sehe ich unglücklich aus. Damit, ne? Ist halt das Tor halt frei, ne? Ich fahr hin. Okay. Bei denen gefahren? Ja. Ach man, komm schon. Okay, ich hab ihn. Oh, scheiße. Okay, alles gut. Geht er rein? Fast, Alter. Hast sogar einen Torschuss bekommen. Ja. Schweine. Wie konnten die den abwehren? Ja, am Tor. Das ist gemein. So ist das halt. Ja, also... Sagen wir mal so, die Leute, die ich gezogen habe, also das kann man ja schon sagen, ne? Weil das Video ist ja schon draußen. Ja. Und nein, wo stehe ich denn? Ich stehe im Tor. Ich stehe einfach mal so zwei Meter im Tor. Ich habe dich schon dahin fahren sehen und dachte so, okay, Eschi steht hinter mir, dann macht das schon. Und dann, als das Tor gefallen ist, dachte ich, wo bist du denn? ja, keine Ahnung. Hast du schön den Ball versteckt von mir. Die Leute, die ich gezogen habe, wir haben noch nicht so viel mit denen gespielt. Also ich weiß noch nicht, also nicht von allen, noch nicht von allen, wie gut deren... Oh, schön aufgelassen. War, ja. Das Tor? Dankeschön, ich weiß noch nicht deren Spielstärke. Also... Naja gut, wir haben die ja abgefragt, aber wir haben sie nicht ausgewertet. Genau. Also ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Aber so persönlich... Warum hatten wir es eigentlich drinne? Wenn ich eh nicht nachgucke. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber so, wir haben noch nicht so persönlich mit denen gespielt. Also es wird, glaube ich, ein richtiges blindes Aufeinandertreffen. Ja, ist doch super. Oh, ich würde es zerstört. Ja. Also zum Beispiel welche, die so Favoriten waren, die mit im Topf waren, waren so Konsuri und Tubo und so, die wurden ja nicht gezogen. Ja. Das war tatsächlich so Angstgegner. Ja, nicht unbedingt Angstgegner, aber es waren halt Leute, der geht noch so, oder? Oh mein Gott. Schön, Alter. Oh, shit. Hättest du deinen Arsch nach unten gemacht, hättest ihn gehalten. Ja. Ich dachte, ich schaff's so. Also Konsuri, kriegst du gleich die Retourkutsche. Konsuri und Tubo und so waren auf jeden Fall die Leute, die
die ich im Finale gesehen habe. Sagen wir es mal so. Ja. Jetzt wird's spannend. Oder, was heißt, jetzt wird's spannend. Jetzt wird's auf jeden Fall... Das heißt... Oh, gut. Ja, schön. Was drehen wir noch? Du musst gerade irgendwas sagen? Das waren die... Ja. Ist egal. Okay. ich krieg den Faden nicht mehr. Der Konsuri und Togo und die ging's gerade. Dass ich das die im Finale gesehen habe. No, nein, da habe ich alles zu gesagt. Okay. Das, alles klar. Nein! Man kannte halt die. Ja, wir haben schon. Und jetzt gesagt, werden wir hoffentlich am Sonntag andere kennenlernen. Ja. Also zum Beispiel so Miss Siebet? Nice, Milf. Miss Siebet und wen habe ich noch gezogen? Ich habe hier noch Aripe und so, die gegen die haben wir noch. Oh Gott, Entschuldigung. Also. Gegen die haben wir, glaube ich, noch gar nicht gespielt. Also heute kriegen wir mal richtige. Heute kriegen wir eine richtige Klatsche, ja. Wir haben zwar ein Aufwärmspiel gemacht, aber ja, wir quatschen auch ein bisschen viel, ne? Ja. Aber das ist halt das Leben eines YouTubers, ne? Reden und spielen, das ist. Du musst halt beides verbinden können. Ja. Oder genau so. Boah, Alter, aber der hält auch ja, gut, der Torwart. Wir haben gute Gegner, glaube ich. Ja. Also, das muss man schon sagen. Der Typ ist auf jeden Fall ein guter Verteidiger, das muss man ihn lassen. Ja, das ist dann nicht schon rausgeholt an Versuchen, ne? Aber der geht rein. Nee! Ah, scheiße, der hält schon wieder. Das kann nicht wahr sein. Ist immer dieser. Nee, das ist ein anderer. Die Rettung hat der nur. Ach nee, ich hab keinen Boost. Wir haben jeder jeweils null Rettung. Oh Gott. Das. Ja, weil wir auch immer vorbeispringen. Das spricht fürs Spiel. Mhm. Da kommt schon wenigstens ein Tor noch. Für mich. Ja. Gut gemacht. Ja, unser Pirat und Dschungelfieber. Arr! Das ist leider nicht von Erfolg gekrönt. Willst du mal was aus meinem Früchtekorb haben? Eine Banane vielleicht? Ich kann nicht Banane. Was ist eigentlich deine Lieblingsfrucht? Ich finde Bananen ziemlich geil. Bananen sind wirklich ziemlich awesome, ja. Ich finde Ananas cool. Ja. Habe ich dann noch so auf meinen Kopf? Ich finde. Kiwis sind cool? Kiwis kann ich nicht viele davon essen. Ich bin zwar nicht allergisch oder so, aber ich irgendwie Kiwis. Ja, gut, mehr als eine esse ich auch nicht. Also, ich könnte das nicht irgendwie drei. Das ist toll übrigens. Dankeschön. Zwei, drei Kiwis auf einmal futtern. Was ich zum Beispiel auch ziemlich awesome finde, ich glaube, das zählt aber gar nicht zur. Zählt zur Frucht nicht, ich glaube, das zählt zur. Nuss. Zur Nuss, glaube ich. Was für Nuss? Erdbeere. Sind doch, glaube ich, Nüsse. Das wird doch als Nuss gezählt. Ja, stimmt, da war irgendwas. Da war irgendeine Diskussion, gab's da. Ja, weil die doch so Kerne hat, wie. Oder irgendwie. Irgendwas, auf jeden Fall, Erdbeere, keine Frucht, sondern eine Nuss. Ja. Ich find Erdbeeren, glaube ich, das Beste von allen. Erdbeeren sind super, ja. Erdbeeren sind awesome. Mit Zucker und so. Suchst du? Ja, ich suche. Mit Zucker und so sind die. Finde ich mega geil. Aber ich glaube, Erdbeeren. Das ist so. Das ist so ein Standard. Von in Deutschland vor allen Dingen, ne? Ich glaube, das ist einer der beliebtesten Dinge, die man da isst. Ja. Was sind eure Lieblingsfrucht? Schreibt es mal in die Kommentare. Genau, schreibt mal eure Lieblingsfrucht in die Kommentare. Unter Banane, Erdbeere, Kiwi. Also ich bin auf jeden Fall mehr Banane als Erdbeere. Ist das sagen. So? Ja. Okay. Ich habe mir damals, als ich noch einen Mixer hatte, ja, als ich noch bei Mama gewohnt habe, habe ich ja keinen Mixer mehr, habe ich mir immer so einmal pro Woche so einen geilen Milchshake gemacht. Also mit Banane. Alter. Bananen-Milchshake. Bisschen Vanilleeis. Vanilleeis? Bisschen Vanilleeis, bisschen Milch, Sahne und gib ihm. Oh, mach ihn! Nein, ich war zu weit weg! Oh, die machen den fast selber. Boah, shit. Oh, ich habe keinen 100er Boost, den hat er. Aber ich nehme mal an, du stimmst mir dazu, wenn ich sage, dass. Hallo Cookie Monster. Ich glaube, er hat zugestimmt. Das er stimmt mir auf jeden Fall zu. dass das Ice Shake eine der besten Erfindungen auf der Welt ist. Oh ja, die sind mega awesome. Ach, oh, Infosten! Latte! Nein! Oh. Kann nicht wahr sein. Ja, Milchshake ist. Halt mal deine Fresse! Wir reden gerade über Milchshake. Ehrlich mal! Warte mal. Sind Milchshakes awesome oder sind die awesome? Ja, wenn ihr nichts zur Milchshake-Diskussion beitragen könnt, dann seid ruhig, danke. Ich hätte gerne einen Schnaps.
Ja, Schnaps ist auch geil, ja. Schnaps. Ja gut, nee, Milchshake ist awesome. Nur besoffene bei Rocket League, weißt du? Ich hab keinen Schnaps. Ich hab keinen Schnaps. Wieder rein? Ja. Schönes Tor. Nee, was gibt's denn noch so Geiles zu trinken? Gehen wir mal jetzt nur aufs Trinken. Okay, was weil wir gerade bei Schnaps und so sind. Was trinkst du denn gerne an alkoholischen Sachen? Alkoholische Sachen. Oh shit. Also ich hab zum Beispiel damals, als ich noch jünger war, sag ich mal, also in meinen frühen, also sagen wir mal so, in meinem Ende, also 1920, sag ich mal, als ich noch so 1920 war, habe ich sehr viel Bier getrunken. Also jetzt nicht sehr, also verstehst du das nicht falsch? Das klingt jetzt schon wieder nein, so. Nein, also verstehst du das nicht falsch? Also wenn ich getrunken habe, dann habe ich Bier getrunken. So, ich glaube, das klingt so besser. Schönes Tor. Was? Nein! Was? Nein! Schönes Tor. Ich glaube, ich muss aufhören damit. Ich trinke aber heutzutage gar kein Bier mehr. Ich habe irgendwie das Bier, den Biergeschmack habe ich irgendwie verloren. Ich habe mir heute so ein Mixgetränk gekauft sogar. Bebop. Glaube ich. Cola und Schwarzbier. Nein, scheiße. Warum bin ich nicht hingegangen? Okay, Cola und Schwarzbier. Ist ja gut jetzt. Ist ja gut jetzt. Der hat gepfiffen beim Lachen. Ich liebe sowas. Mit diesem Pfeifen beim Lachen so. Ich kann es leider nicht nachmachen, aber. Das kommt immer aus Versehen. Wahrscheinlich ist es bei ihm gefahren. Nein! Wollt ihr den Boost? Ich werde ihn ablenken. Ah, ich hab den Boost, okay. Ablenken? Ablenken, habe ich gesagt. Oh, schön. Machst du ihn? Ich hoffe, nein, Latte. Oh nein! Mein Gott. Der geht aber rein. Nein! Das kann nicht wahr sein! Ich muss aufhören damit! Der geht rein! Hör auf, das zu sagen! Ich weiß! Oh, scheiße! Nein! Alter! Also, du musst mir manchmal sagen, ob der aufs Tor geht oder nicht. Ich glaube, der wäre nämlich daneben gegangen, oder? Ich habe keine Ahnung. Der geht auf jeden Fall rein. Ja. Wie können wir bei... Und heutzutage... 6-3 Torschüssen, 1-2 hinten. Ja, weil gut gerettet halt, ne? Ah! Und heutzutage bin ich mehr so der... Finde ich mehr der Wodka irgendwas Typ, ja. Alter. Oder was ich dafür besser finde, ist Jim Beam Cola. Okay. Das trinke ich sehr gerne. Das habe ich noch nie getrunken. Jim Beam Cola? Ne, nur Bacardi Cola. Okay. Ja. Alter, der geht an den Pfosten. Würdest du mit deinem Ja ausdrücken, dass es das gleiche ist, oder? Nein, ist es nicht. Okay. Oder? Ist es doch nicht. Nee, ich hab keine Ahnung. Es ist doch wie bei Rum, aber es ist, glaube ich, ein anderer Rum halt. Oder? Ist es überhaupt Rum? Ich glaube schon. ich weiß nicht, was Jim Beam ist. Ich glaube, das ist Rum. Aber Cardi ist auf jeden Fall Rum. Okay, gut. Wir müssen jetzt mal hier anfangen, Tore zu machen. Nein! Boah, Parade. Was denn dein Lieblingsalkoholisches Getränk? Also Wodka schon mal nicht. Okay. Wodka ist mein Todesgetränk. Ja. Was mir den übelsten Hangover meines Lebens beschaffen hat. Okay. Das werde ich nie wieder trinken, das Zeug. Also okay. Nicht, zumindest nicht in Mengen. Scheiße. Sorry. Oh, mach ich da rein? Nee. Ja, also Bier ist gut. Ich mag aber auch diese Alkopops tatsächlich. Ne? Alkopops sind mega awesome. Ja, ich weiß, dass sie nicht einen besonders guten Ruf haben. Schön gerettet, Nef. Dass sie nicht den besonders guten Ruf haben, aber ich finde, die machen am. Also, man will jetzt nicht schön reden oder so, ne? Aber ich finde, die machen halt am gechilltesten besoffen. Ja. Wenn man so sagen kann. Mach ihn bitte. Nein! Mach ihn, Nef! Nein! Es tut mir leid! Es tut mir leid! Oh, jetzt geht ein Bumerang. Sam, boom, 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 boom. Ey, wir können doch nicht gegen die verlieren, Asche. Ja, doch nicht. Die waren so viel schlechter als wir. Waren sie auch. Komm, eine Attacke haben wir noch. Ich hab keinen Boost. Scheiße. GG. GG. Ich bin runtergestuft worden. Abstieg. Ehrlich? Ja. Ja. Nice. Ja. Ja, weil wir halt besoffen halt auch in den Parts sind, ne? Kann man nichts machen.
Nein, natürlich nicht. Na, Maeve, wir bringen dich wieder hoch. Wir bringen dich wieder zur alten Größe. Esche, zieht mich runter. Ja, ich zieh dich echt runter mit besoffenen Themen. Ne? Also. Nein, Quatsch. Nein, Quatsch. Wenn euch der Part gefallen hat, dann. Oh, da muss ich aufstoßen. Dann lasst eine positive Bewertung da. Und schaut auch beim nächsten Mal rein, wenn Maeve und ich über sinnlose Themen reden. Haut rein. Dann. Ciao.